Meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen, liebe Zuhörer und Gäste hier in der Romanfabrik. Ich freue mich, dass wir mit unserer Reihe Kaffee Europa, Vorträge und Debatten zur Identität Europas fortfahren können. Sie wissen aus Erfahrung oder auch wenn Sie jetzt neu unsere Gäste sind, dass Europa ein vielfältiger und komplexer Begriff ist und so ohne weiteres nicht auf einen Nenner zu bringen ist. Und bei der Untersuchung dieses Projektes und im Vorgespräch mit Pierre Monnet, der heute Abend auch unser Gast ist, Direktor des Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et Sociales hier in Frankfurt, kam ja auch auf das Thema, wie wird Europa dargestellt? In Allegorien wird sie dargestellt, aber auch auf Karten. Und diese Geschichte der Kartografie in Europa war so ein spannendes und wichtiges und überzeugendes Thema für uns, dass wir uns freuen, dass die Einladung, die wir an Nicolas Detering und an Christoph Mountel herausgegeben haben, gemeinsam mit Pierre Monnet von der Universität Tübingen, respektive Bern, dass sie unserer Einladung gefolgt sind und heute Abend dabei sind, in zweigeteilten Vorträgen, chronologisch geordnet und sortiert, uns etwas Näheres erläutern können über die spannende Geschichte der Kartografie Europas. Mir persönlich fiel bei der Recherche und den Vorüberlegungen eine Karte in die Hand, die so eindrucksvoll und erzählerisch daherkam, die Gestaltung oder Darstellung Europas in der Form einer Jungfrau, einer Königin, mit einem Herzen hier und einem Fuß dort, und man weiß gar nicht, wie man genau sich dort annähern soll, aber es ist klar, es ist eine Karte ihrer Epoche und sie erzählt die Geschichte ihrer Epoche. Und ich denke, so geht es mit allen Karten Europas. Wir beginnen mit einem Vortrag von Christoph Mountel von der Universität Tübingen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie unsere Zuschauer sind und unsere Zuhörer sind. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen, Herr Hohmann, für die Einladung und die Einleitung heute. Diese berühmte Karte dieser Jungfrau, der Königin Europa, zu der kommen wir heute später. Ich baue sozusagen heute die Vorgeschichte, die mittelalterliche Vorgeschichte und versuche zu erklären, warum diese Karte nicht mittelalterlich ist. Das ist sozusagen jetzt meine Aufgabe in den nächsten 20 Minuten und dann übernimmt Nicolas Detering. Es soll heute Abend also um geografische Weltbilder im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit gehen. Und tatsächlich neigt wohl jede Kultur dazu, sich ein Bild von der sie umgebenden Welt zu machen, sich die Welt als Ganzes vorzustellen. Das Mittelalter, also grob das Jahrtausend zwischen 500 und 1500, ist hier keine Ausnahme. Und auch wenn ich im Folgenden versuche, Ihnen einen Überblick über die Ordnung der Welt in eben dieser Zeit zu geben, möchte ich doch anfangs betonen, dass dies ein schwieriges Unterfangen ist. Das Mittelalter umfasst 1000 Jahre, die voller dynamischer Entwicklung und technischer Neuerungen waren. Man kann dies auf wenige Beispiele herunterbrechen, wie ich es im Folgenden versuche, aber dabei gehen natürlich viele wichtige Details verloren und das ist mir wichtig zu betonen. Das gesagt, möchte ich Ihnen im Folgenden zuerst verschiedene Weltsichten des Mittelalters vorstellen, dann zweitens auf die Stellung Europas in diesen Weltordnungsentwürfen zu sprechen kommen und drittens den Übergang zum Vortrag von Nicolas Detering bauen, in dem ich spätmittelalterliche Selbstbehauptungsstrategien Europas vorstelle. Kommen wir damit also gleich zum ersten Punkt, die Ordnung der Welt im Mittelalter. Sie sehen hier die wohl bekannteste Weltkarte des europäischen Mittelalters, die sogenannte Ebsdorfer Weltkarte. Der Name verweist auf den Ursprungsort der Karte, das Kloster Ebsdorf in der Lüneburger Heide, wo die Karte vermutlich um 1300 entstand. Sie besteht aus 30 aneinander geklebten Pergamentstücken und hat einen Durchmesser von sagenhaften 3,5 Metern. Das heißt, diese Darstellung hier, die Sie hier sehen, kann nicht annähernd die tatsächliche Größe dieser Karte wiedergeben. Das Original der Karte ist heute leider verloren. Es verbrannte 1943 bei einem Bombenangriff auf Hannover. Da die Karte zuvor aber detailliert abfotografiert und erforscht wurde, stehen uns heute gut brauchbare Rekonstruktionen zur Verfügung und eine solche sehen Sie hier eben. Und an diesem Beispiel der Ebsdorfer Weltkarte möchte ich Ihnen im Folgenden einige wesentliche Merkmale des mittelalterlichen Weltbilds vorführen. Zunächst zur Ausrichtung. Die Karte ist, anders als unsere heutigen Karten, geostet. Asien oder der Osten liegt also oben, Europa befindet sich links unten.
Getrennt werden die Erdteile durch Gewässer, etwa das Mittelmeer und den Nil. Sie sehen hier sozusagen zur Orientierungshilfe links den gedrehten Globus, wie sozusagen diese Karte ihn eigentlich dann darstellen würde. Tatsächlich ist diese Struktur, die Sie hier sehen, eine Grundform, die wir in hunderten kleinen Diagrammen aus dem Mittelalter kennen, das sogenannte TO-Diagramm. Der Name verweist hier auf die Form des Diagramms. Ein O zeigt den die Welt umgebenden Ozean und das T teilt die Erde in drei Sektoren ein. Das Ganze wiederum ist nach Osten ausgerichtet und stellt die drei dem Mittelalter bekannten Erdteile dar. Asien nimmt als größter Erdteil die Hälfte der Welt im Osten ein und der Westen der Welt wird je zu einem Viertel von Europa und Afrika gebildet. Die kleine, simple Zeichnung zeigt eindrucksvoll die Bedeutung, die den Erdteilen in der mittelalterlichen Weltordnung zukam, denn das Diagramm zeigt letztlich nichts mehr als eben diese Trias der Erdteile. Wir finden diese Struktur letztlich auch in der Weltkarte aus Ebsdorf. Ich habe das hier sozusagen einmal dunkel hervorgehoben. Auch wenn diese Struktur des Ts, hier ist es ein bisschen verrückt, aufgrund der vielen Details dieser Karte nicht sofort erkennbar ist. Die Welt auf der Ebsdorfer Karte ist eine christlich geprägte Welt. Das zeigt sich schon an der Ausrichtung nach Osten. Bedingt ist dies durch das Paradies, das nach biblischer Überlieferung im äußersten Osten der Welt liegt und selbstverständlich auch seinen Platz auf unserer Karte hat. Während moderne Karten wegen des magnetischen Nordpols nach Norden ausgerichtet sind, wurden mittelalterliche Karten aus religiösen Gründen meistens nach Osten ausgerichtet. Zudem wird die Ebsdorfer Karte von einer Christusfigur gehalten, der Kopf im äußersten Osten, die Füße im Westen und im Norden und Süden je eine Hand. Ich habe Ihnen das hier rausvergrößert. Die Erde als Gottes Schöpfung wird sozusagen von Christus gerahmt. Im Zentrum der Karte, in der Mitte der Welt, liegt Jerusalem, die Stadt, in der wiederum nach biblischer Überlieferung Jesus Christus gestorben ist und begraben wurde. Jerusalem war und ist für das Christentum die bedeutendste Stadt und war und ist nach wie vor ein zentrales Ziel für Pilgerreisen. Die Bedeutung der Stadt zeigt sich nun eben auch in dieser Karte durch die zentrale Lage. Ich kann nun aus Zeitgründen nicht weiter auf die zahllosen Details dieser Karte eingehen. Sie funktioniert letztlich wie eine Enzyklopädie und zeigt zahllose Städte, berichtet über viele Völker und ihre Gewohnheiten. Sie zeigt Tiere und Besonderheiten, darunter viele biblische Orte, wie etwa den Turm zu Babel, aber auch historische Teils wie Orte aus der Alexandergeschichte. Die Ebsdorfer Karte ist also weitaus mehr als eine Karte. Sie zeigt nicht bloß geografische Details, sondern bildet Religion und Geschichte ab. Insofern ging es auch fehl, die Karte als geografisch ungenau abzutun, nur weil sie unseren Ansprüchen an geografische Präzision nicht genügt. Unsere modernen Karten zielen auf die exakte Wiedergabe von Küstenlinien und Entfernungen. Mittelalterliche Karten zeigen die Erde dagegen als Gesamtheit von Geografie, Geschichte und Religion. Dass die Menschen um 1300 durchaus in der Lage waren, andere Karten zu zeichnen, zeigt diese Karte, die grob aus derselben Zeit stammt wie die Ebsdorfer Weltkarte. Es ist eine Karte des Mittelmeerraums. Und es fällt uns, ich ziehe sozusagen einmal die Linien, die Sie hier sehen müssten, einmal nach, es fällt uns sofort viel leichter, uns hier zu orientieren und wir sehen sozusagen die Küstenumrisslinien des Mittelmeerraums, Europa und Nordafrika. Solche Seekarten kamen im 13. Jahrhundert auf und zeigen ein anderes Bild der Welt, das sich vor allem auf Küstenlinien und wichtige Hafenstädten fokussiert. Es geht nicht um Religion und Heilsgeschichte, sondern um Orientierung im Raum und um geografische Entfernung. Vor diesem Hintergrund ist die Anlage der Ebsdorfer Weltkarte also eine bewusste Entscheidung und nicht durch die Unfähigkeit begründet, die Welt geografisch präzise darzustellen. Ganz offenkundig war geografische Genauigkeit nicht das oberste Ziel mittelalterlicher Weltkarten. Soweit, so gut. Ich möchte nun in einem zweiten Schritt noch einmal auf die Grundstruktur der Ebsdorfer Karte zurückkommen, die Gliederung der Welt in drei Teile. Dies ist alles andere als selbstverständlich. Zwar gehört es heute zum Allgemeinwissen, dass die Erde verschiedene Kontinente hat, aber was ist eigentlich ein Kontinent? Letztlich werden Kontinente als große Landmassen definiert, die von Wasser umgeben sind. Amerika, Australien, Afrika und ganz augenscheinlich trifft die Definition zu. Aber Europa?
Rein geografisch gesehen ist Europa ein kleines Anhängsel einer viel größeren Landmasse, weswegen Asien und Europa oft zusammen als Eurasien gefasst werden. Und dennoch würde eigentlich vom alltäglichen Sprachgebrauch niemand bezweifeln, dass Europa ein Kontinent ist. Dies hat letztlich historische Gründe und keine geografischen. Die Idee, die Erde in mehrere große Teile zu gliedern, entstammt der griechischen Antike und wurde über römische Gelehrte an das Mittelalter überliefert. Es ist eine kulturelle Konstruktion, die Erde in Teile zu gliedern. Und insofern verwundert es dann nicht, wenn arabisch-islamische Karten, Sie sehen hier links oben eine, oder aber chinesische Weltkarten und links unten ein Beispiel, die Landmassen, die Sie zeigen, nicht mit den Erdteilnamen benennen. Das müssen Sie mir jetzt schlicht glauben, das können Sie nicht lesen. Und das eben ganz im Gegensatz zu den christlichen Karten, die wir gesehen haben, die, hier sehen Sie nochmal das Beispiel, eigentlich nichts anderes tun, als die Erdteile zu zeigen und zu benennen. Wenn es im Folgenden nun also um die Frage gehen soll, welchen Platz Europa im Weltbild des Mittelalters einnimmt, können wir das ganz wörtlich nehmen. Der Blick geht nun also ganz konkret auf Europa als einen der drei dem Mittelalter bekannten Erdteile. Es zeigt sich nun schnell, dass Europa keineswegs eine herausragende Stellung einnehmen, eher im Gegenteil. Asien war zweifellos größer und, wir haben gesehen, da dort das Paradies und das Heilige Land verortet wurden, war es auch aus religiöser Sicht bedeutsamer. Entsprechend entwickelte das Mittelalter eine feste Reihenfolge, in der die drei Erdteile genannt wurden. An erster Stelle stand immer Asien, dann folgte Europa und an letzter Stelle Afrika. Und diese Reihenfolge der Nennung ist dann gleichzeitig eine Rangfolge. Asien galt als der größte, der wichtigste und der reichste Erdteil. Europa musste sich mit dem zweiten Rang begnügen, vor Afrika, das Stereotyp als von Wüsten und Hitze geprägt galt. Und das ist tatsächlich bemerkenswert. Wir wissen aus ethnologischen Studien, dass die meisten Kulturen der Welt sich in ihrem eigenen Bild jeweils in der Mitte verorten, als Zentrum der Welt. Die Selbstsicht Chinas, die Sie hier in sozusagen einem plakativen Bild sehen, als Reich der Mitte, dürfte hier das bekannteste Beispiel sein. China dachte sich als im Zentrum der Welt liegend, womit gleichzeitig eine Verortung aller Kultur und Zivilisation in China im Zentrum der Welt einherging. Und je weiter man an die Ränder der Welt kam, desto wilder und barbarischer ging es dort zu. Wenn wir diese Sicht nun auf das Weltbild des lateinischen Mittelalters übertragen, so fällt die Selbstverortung Europas umso mehr auf. Europa lag nicht im Zentrum der Welt, sondern vielmehr am Rand, als ein Viertel der Welt. Wie prägend diese Sicht war, möchte ich Ihnen an einer ganz besonderen Karte aufzeigen, einer Karte Europas, die der nordfranzösische Mönch Lambert von Saint-Omer um 1120 zeichnete. Die erste Besonderheit dieser Karte ist, dass sie Europa zeigt. Und dies ist für das Mittelalter hochgradig ungewöhnlich, denn wir kennen aus dem Mittelalter immerhin eine Zeitspanne von 1000 Jahren nur drei Karten, die nur Europa zeigen. Der Fokus mittelalterlicher Karten lag kaum je auf Europa, sondern vielmehr auf der gesamten Welt oder aber, wenn es denn um einzelne Regionen gehen sollte, dann vielmehr auf dem Heiligen Land. Europa selbst wurde kaum je als einer eigenen Karte würdig befunden. Die zweite Besonderheit von Lamberts Karte ist die Form. Europa erscheint hier als ein Viertel. Hierauf weist auch die Überschrift der Karte hin, Europa Mundi Pars Quarta, Europa der vierte Teil der Welt. Lamberts Karte ist letztlich ein Ausschnitt, wie ein Zoom-in aus der nun schon bekannten Weltkarte des Mittelalters. Es zeigt sich deutlich, dass Europa selbst, wenn es gesondert dargestellt wurde, letztlich nur als Teil der größeren Welt gedacht werden konnte. Auch der Europakarte Lamberts geht es nicht um geografische Präzision, sondern um den Schemacharakter Europas als ein Viertel der Welt. Weiten wir unseren Fokus nun von Karten auf Texte, ergibt sich ein komplexes Bild von zahllosen Autoren, die sich zwar einerseits durchaus mit Europa identifizierten und etwa von unserem Europa sprachen, die aber gleichzeitig über die periphere Lage und die geringe Größe Europas klagten. Ich möchte Ihnen dies knapp an einem Beispiel vorführen, und zwar an einem Auszug aus der Chronik des englischen Geschichtsschreibers William von Malmesbury. Dieser beschreibt zuerst, das ist sozusagen vor dem Zitat, was Sie hier sehen, er beschreibt zuerst klagend, dass sowohl Asien als auch Afrika früher christlich geprägt gewesen seien, nun aber in seiner Zeit, das heißt um 1120, von Muslimen erobert worden seien.
Nach Asien und Afrika kommt er dann auf Europa zu sprechen. Es bleibt Europa, der dritte Teil der Erde. Und was ist das doch für ein kleiner Teil, in dem wir Christen leben? Dieser kleine Teil unserer Welt wird nunmehr von Türken und Sarazenen mit Krieg bedroht. Der Chronist hebt Europa hervor als letzten Hort der Christenheit. Dies ist aber keineswegs ein positives Bild, sondern ein äußerst prekäres. Asien und Afrika sind dem Christentum schon verloren gegangen. Es bleibt nur noch das kleine Europa, das nun ebenfalls bedroht wird. Die bewusste Verzwergung Europas als portiuncula im Lateinischen, als winzigen Teil, hat hier einen propagandistischen Hintergrund, denn der Chronist möchte für den Kreuzzug werben, das heißt für bewaffnete Kriegszüge nach Jerusalem. Aus seiner Perspektive konnten diese nun als Rückeroberung gedeutet werden, da Asien, wie er gesagt hatte, ja vorher christlich geprägt gewesen sei. Dass Europa bzw. das Christentum bedroht wurde, behaupteten tatsächlich zahlreiche Quellen in verschiedenen Kontexten. Als im 13. Jahrhundert die Mongolen von Asien aus bis nach Polen und Ungarn vorstießen, befürchtete man ebenso eine Eroberung Europas wie im 15. Jahrhundert, als die Osmanen die Stadt Konstantinopel zuerst belagerten und dann auch einnahmen. Konstantinopel zu dieser Zeit, das heutige Istanbul, war die Hauptstadt des Byzantinischen Reichs, das mit der Eroberung 1453 unterging. Der damalige Papst, Pius II., beklagte in langen Reden wortreich den Verlust dieser Stadt und die damit einhergehende Bedrohung Europas. Konstantinopel liegt bekanntlich am Bosporus, der traditionellen Grenze zwischen Asien und Europa. Zur gefühlten Bedrohung Europas kam noch ein zweiter wichtiger Punkt. Seit dem 13. Jahrhundert reisten zahlreiche Mönche und Händler nach Asien, um entweder die Chance für die christliche Missionierung auszuloten oder aber um Handel zu treiben. Der venezianische Händler Marco Polo ist hier wohl das bekannteste Beispiel. Er war zwischen 1271 und 1291 insgesamt 20 Jahre im chinesischen Yuanreich. Der Bericht seiner Erlebnisse wurde schon im Mittelalter zum Bestseller. Die Menschen waren fasziniert von seinen Beschreibungen ferner Länder, begegneten diesen aber mitunter auch mit Unglauben. Zu wundersam, zu überwältigend schien ihnen das, was Marco Polo zu berichten hatte. Das mongolische Post- und Botensystem etwa, das es Reitern ermöglichte, alle paar Kilometer ihre Pferde zu wechseln. Oder die seltsame Angewohnheit der Chinesen, mit Papiergeld zu zahlen. Sie sehen das hier im Bild. Besonders aber erstaunte die Beobachter, oder eher gesagt die Leser, die Größe der chinesischen Städte, deren dichte Besiedlung ebenso hervorgehoben wurde wie die zu diesem Zeitpunkt in Europa noch unbekannten Steinbrücken. Und es sind diese Beobachtungen, die hier auch in Bilder gefasst werden, die aus einer mittelalterlichen Handschrift des Werks Marco Polos stammen. Man musste also erkennen, dass dort im äußersten Osten ein Reich lag, das den Reichen und Städten Europas in vielen Belangen schlicht überlegen war, ja, zivilisierter war. Niederschlag fand dies auch in einer Weltkarte aus dem Jahr 1460, die der venezianische Mönch und Kartograf Fra Mauro anfertigte. Diese Karte ist gesüdet, Sie sehen also Afrika hier rechts oben und Europa rechts unten, der Globus wiederum zu ihrer leichteren Orientierung. Wenn wir an das uns nun schon bekannte TO-Diagramm zurückdenken, fällt sofort auf, dass Europas Anteil an der Welt geschrumpft ist. Obwohl auch Fra Mauro sich dem TO-Modell verpflichtet sah, hatte man erkannt, dass Europa im Vergleich zum Rest der Welt schlicht deutlich kleiner war, als es das TO-Modell suggerierte, also nicht mal ein Viertel der Welt. In China stellte der Mönch die Städte gezielt durch architektonisch beeindruckende Gebäude dar und zeigte sogar, ich hoffe, Sie können das hier sehen, hier oben, eine Steinbrücke. Also genau die Brücken, von denen Marco Polo geschwärmt und geschrieben hatte. In einer Legende auf der Karte erklärte der Kartograf ausdrücklich, dass er dies getan hat, also diese Darstellung der Städte und Brücken, um die Größe und Würde der chinesischen Städte darzustellen. Und dies war tatsächlich richtig. Man schätzt, dass die chinesische Stadt Qinzhai um 1400 ca. 1,5 Millionen Einwohner hatte und damit die größte Stadt der Welt war zu dieser Zeit. Zum Vergleich, die größten europäischen Städte wie Mailand oder Paris kamen in dieser Zeit auf gut 100.000 Einwohner. Die größte deutsche Stadt war Köln mit ca. 40.000 Einwohnern. Kein Wunder also, dass die europäischen Besucher staunten.
Was war aber nun mit Europa? Wir haben gesehen, dass Europa sich selbst nur als kleinen Teil der Welt sah, der in vielerlei Hinsicht Asien den Vorrang ließ oder lassen musste, etwa was die Größe, die religiöse Bedeutung oder aber auch zivilisatorische Errungenschaften anging. Auf der einen Seite war man von Asien fasziniert, auf der anderen Seite schüchterte diese Größe, der Reichtum und auch die Macht, die man dort vermutete, jedoch ein. Also ein Schelm, wer da an die moderne Zeit denkt. Und mehr noch, man hatte lernen müssen, dass nur ein kleiner Teil der Menschheit Christen waren. Und damit komme ich zum dritten und letzten Teil meines Vortrags, den Versuchen Europas, sich auf globaler Ebene zu behaupten. Da man nun in vielen Bereichen nicht mit Asien konkurrieren konnte, suchte man sich, mehr oder weniger gezielt, andere Vergleichsmomente, in denen man besser abschnitt. Es war keine Frage, dass die chinesischen Städte insgesamt größer waren als jede europäische Stadt. Aber der Vergleich von ganz Asien mit Europa ergab ein anderes Bild, da zu Asien ja unter anderem auch die großen mongolischen Wüsten gehörten und Europa, wie viele Beobachter festhielten, dicht mit Städten übersät war. Und diese Dichte der Besiedlung und der Bevölkerung war ausdrücklich positiv gemeint. Der Kartograf Fra Mauro erhielt mit Blick auf die Stadt Jerusalem, die traditionell im Mittelpunkt der Welt lag oder als solcher gesehen wurde, fest, dass dies nach wie vor richtig sei, allerdings nicht geografisch, sehr wohl aber, wenn man die Bevölkerungsdichte zugrunde liege. Weil Europa dichter besiedelt sei als Asien, bilde das auf seiner Karte nach Westen gerückte Jerusalem, hier im Schnittpunkt der Linien, die Mitte nicht der Welt, aber der Menschheit. Ins gleiche Horn stieß einige Jahre zuvor Johannes von Kori, der 1377 zum Bischof von Sultania im heutigen Iran ernannt wurde. Er schrieb: Wenn es aber um den Raum geht, stelle ich wahrhaftig fest, dass man in Asien teils 30 Tage unterwegs sein kann, ohne eine Stadt zu sehen. Man muss dort also für mehrere Tage Proviant mitnehmen. Anders aber bei den Christen in Europa, das so bevölkert ist, dass man täglich eine neue Stadt findet, wo man sich versorgen kann. Die Dichte der Besiedlung wurde also zum positiven Merkmal Europas, ebenso wie die Schönheit. Der Dominikaner Jordan Catalac de Sevillac, der in den 1320er Jahren Indien bereist hatte, schrieb um 1330, also 10 Jahre nach seiner Reise, er habe ein für alle Mal beschlossen, dass es kein besseres Land, kein schöneres, tüchtigeres Volk, kein besseres Essen und keine weiseren, angenehmeren und tugendhafteren Menschen gebe, als hier in unserer Christenheit. Auch wenn andere Gebete größer seien. Und ich füge dem Ganzen ein letztes Beispiel hinzu, das aus der Feder des englischen Gelehrten Bartholomäus Anglicus stammt. Dieser Teil, er spricht hier von Europa, wenn auch kleiner als Asien, ist doch dichter bevölkert und die Menschen haben einen besseren Körperbau, sind stärker und von tapfererer Mentalität und überhaupt schöner als in Asien und in Afrika. Damit komme ich zum Schluss. In der Weltordnung des Mittelalters war Europa nur ein kleiner Teil der Welt, zudem am wenig vorteilhaften nordwestlichen Rand gelegen. In der Rangordnung der drei bekannten Erdteile musste Europa sich von Asien geschlagen geben, das größer, religiös bedeutsamer, reicher und in vielen Fällen auch zivilisatorisch fortschrittlicher war. Und dies ist nicht meine Analyse, sondern die von zahlreichen Beobachtern und Reisenden des Mittelalters. Sie selbst sahen ihr Europa an den Rand gedrängt. Und tatsächlich war Europa als einer der drei Erdteile ein wichtiger Begriff zur Ordnung der Welt. Aber die Menschen haben sich zu jener Zeit wohl noch kaum als Europäer gefühlt. Dieser Begriff ist im Mittelalter so gut wie unbekannt. Dennoch wollte man ab der Mitte des 13. Jahrhunderts Europa als geografischen Raum hervorheben und seinen Status gegenüber der Übermacht Asiens behaupten. Man wich dafür auf Kategorien aus, in denen man sich Europa überlegen glaubte. Man war dichter besiedelt und Europa war dichter besiedelt und schöner und überhaupt seien die Menschen Europas stärker, tapferer und schöner, so einige Stimmen. Trotz dieser Stimmen wusste das Mittelalter um Europas nachrangigen Platz in der Welt. Einen Eurozentrismus vermag ich hier allerdings nicht zu erkennen, gerade weil man sich noch zu behaupten versuchte. Der Bruch setzte meiner Meinung nach um 1500 ein, als zur alten Trias der Erdteile ein neuer hinzukam. Sie sehen hier einen Holzschnitt aus dem Jahr 1581, wie sich die neue Welt links unten ins Bild schiebt, und zwar in das Bild, was von den drei alten Erdteilen geprägt wird.
hatte man im Mittelalter immer zuerst Asien, dann Europa und zuletzt Afrika genannt, sortierte man nun mit Amerika die Viererordnung der Welt um und Europa trat an die erste Stelle. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nicht so gut, wenn ich, oder funktioniert es jetzt besser? Jetzt funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, bevor ich vielleicht mit meinem Vortrag, ich kann wunderbar anschließen, herzlichen Dank, Christoph, für den Vortrag, aber vielleicht können wir kurz einige Fragen anschließen. Ich fand es wirklich sehr passend, weil ich ein bisschen auch auf die Genese des Eurozentrismus eingehe, den du jetzt im Ausblick angedeutet hast. Und du hast uns ja gezeigt, dass es im Mittelalter eigentlich nicht in diesem Sinne eine eurozentrische Kartografie gibt, sondern das Zentrum ist die Christianitas. Es ist sozusagen eine Art von Christozentrismus, wenn man so will. Ja? Jetzt wäre meine Frage, man muss ja, das hattest du angedeutet, irgendwie damit umgehen, dass doch der größte Teil der Welt dann sukzessive nicht mehr christlich ist. Wie geht man damit um? Wie markiert man das Nichtchristliche auf diesen Karten? Das ist ja auch eine Fremdheit, die dann vielleicht nicht die Fremdheit der Wilden oder der Barbaren ist, sondern eben der Nichtchristlichen und die ja letztlich auch Teile Europas betrifft. Also wie markiert man das auf den Karten? Das ist tatsächlich eine spannende Frage, die genau diesen Punkt trifft, den ich am Anfang gesagt hatte. Ich musste sehr viele Details weglassen. Man könnte jetzt eine Reihe von Karten zeigen, die ich nicht da habe, die genau dieses Problem thematisieren, indem sie zum Beispiel eine Karte von Andreas Waldseemüller, nein Quatsch, Andreas Walsberger, malt schwarze und rote Punkte und markiert damit Städte. Und es gibt eine kleine Legende, die sagt, die schwarzen Städte sind nicht christlich und die roten Städte sind christlich. Oder andersrum, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und damit, wenn man das dann sozusagen kartiert, wiederum sieht man, dass er Europa christlich denkt, dass er aber auch sehr wohl weiß, dass es in Indien Christen gibt. Ja. Denn sozusagen in Indien gibt es dann rote oder schwarze Punkte, die auf Christen dort hinweisen. Das heißt, das ist eine der wenigen Karten, die tatsächlich in dem Sinne Religion kartografiert. Ja. Nichtsdestotrotz ist dann auch hier der überwältigende Eindruck, dass die Nichtchristen natürlich überwiegen. Ein Deutungsangebot bietet die Karte selbst nicht an. Das ist dann sozusagen die Frage, die man sich als Historiker, als Historikerin stellt, ob darin ein Auftrag liegt, das zu ändern. Mhm. Ich würde den nicht sofort sehen, weil sozusagen ein begleitender Rahmen fehlt, den ganz viele andere Texte und Karten in solchen Momenten sehr schnell haben und eben für Kreuzzüge werben oder für Christianisierung, Missionierung werben, dass du diese Karte nicht. Andere Karten, das ist dann gar nicht so sehr christlich oder unchristlich markiert, lassen im Spätmittelalter wilde Völker, die sozusagen als Menschenfresser oder als überhaupt seltsame Sitten und Gewohnheiten habend, sehr nah an die Grenzen Europas heranrücken. Mhm. Und das wird allgemein tatsächlich als eine kartografische Umsetzung dieser Bedrohungslage Europas gesehen. Es passt nicht hundertprozentig zu dem, was ich vorgeführt habe, weil das dann sozusagen kulturelle Fremdheit ist, nicht religiöse Alterität. Also man sagt nicht, die Sarazenen, die Muslime stehen hier vor den Grenzen Europas. Ja. Ich hatte den Eindruck, also in der Renaissance und auch im 17. Jahrhundert, da begründet man oft die Vorrangstellung Europas auch mit dem Christentum. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es im Mittelalter umgekehrt sein könnte, dass Europa nicht der erste Teil der Erde ist. Wird auch damit begründet, dass das Christentum woanders, vielleicht außerhalb Europas, entsteht? Oder wie würdest du diese eigenartige diese Hierarchie, nicht eurozentrische Hierarchie, wo siehst du da die Gründe? Ich glaube, wenn man es plakativ sagen kann, in gutem biblischen Wissen. Also man weiß, dass das Christentum nicht aus Europa kommt. Man weiß zwar, dass sozusagen Rom die bedeutendste Stadt für Europa ist, mit dem Sitz des Papstes und so weiter. Aber es gibt Texte, die sehr genau festhalten, dass die Wiege des Christentums in Asien, und dieses Wort taucht dann eben auf, liegt. Und dass von Asien aus Europa missioniert wurde in frühchristlicher Zeit. Und dessen ist man sich sehr bewusst und das akzeptiert man.
Und mein Eindruck ist, dass sich das erst wirklich im 15. Jahrhundert dreht, indem mit der Bedrohung durch die Osmanen vor Konstantinopel oder der gefühlten Bedrohung zumindest, dass das ganz heftige Werben für eine christliche Gegenreaktion einsetzt. Das ist tatsächlich vor allen Dingen Papst Pius II., der das tut. Er ist damit vollkommen erfolglos, zumindest auf politischer Ebene, aber rhetorisch ist er groß und hat sozusagen Texte verfasst, die bis heute wirken, die eben vom Haus Europa, vom gemeinsamen Haus Europa sprechen und eben die versammelten Fürsten animieren möchte, jetzt doch bitte aufzubrechen und Konstantinopel zu retten. Und in dieser Rhetorik wird die christliche Stellung Europas, die ja dann eigentlich eine prekäre ist, zu einem positiven Auftrag, weil von Europa aus diese Erneuerung ausgehen muss. Und ich kenne mich in der Neuzeit nicht genug aus, um jetzt zu sagen, ob das sozusagen die Linie ist, die dann zu einer besonderen, besseren Stellung Europas in der Neuzeit kommt. Aber was sozusagen an vielen Details, finde ich, nachweisbar ist, dass sozusagen das sich im 15. Jahrhundert um 1500 wandelt tatsächlich. Wie geht man da eigentlich um? Es gibt doch in der Antike schon so diesen Topos, der kleinste, aber irgendwie beste Teil der Erde, nicht? Das gibt es meines Wissens schon in der antiken Geografie. Wie ist das bekannt im Mittelalter? Geht das verloren? Oder versucht man es dann wirklich, wie du es gesagt hast, auf die Besiedlungsdichte oder so zu transferieren? Also ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, weil sozusagen das ganze geografische Wissen, was das Mittelalter hat, eigentlich aus der Antike ererbt ist, inklusive diesem Kontinentkonzept. Und ich glaube, es ist bei Plinius, wo steht, dass eben Europa ein ganz ein besonderer, ein schöner Erdteil ist und der fruchtbarste, glaube ich. Das wird nicht so stark rezipiert, wie man meinen könnte. Das wäre ja eine prima Vorlage, das aufzugreifen. Das taucht hier und da auf, aber das schlägt nicht durch. Es ist tatsächlich so, dass man sich offenbar neue Bereiche sucht. Also eben diese Bevölkerungsdichte, die taucht in der Antike nicht auf. Aber das wird sozusagen, ist mein Eindruck von den ganzen Quellen, die ich gelesen habe, das wird sehr stark gemacht. Die Schönheit kommt wieder durch, die hat man, glaube ich, teils auch bei Plinius, aber nicht in der Vehemenz, wie es dann sozusagen in Quellen aufgegriffen wird. Das heißt, da geht man kreativ und weiterentwickelt mit diesem antiken Erbe um und passt das dann sozusagen seinen Gegebenheiten und Notwendigkeiten und dem, was man fühlt, was man sagen muss, durchaus an. Also das muss ich sagen, war mir ganz neu, dass man mit so einem Argument der Besiedelungsdichte, das ist ja fast demografisch, dass man damit argumentiert. Da würde mich schon interessieren, wo kommt dieses Wissen her? Das kann ja nicht so richtig erreicht sein. Besiedelungsdichte ist eigentlich vielleicht, würde ich glauben, auch gar nicht unbedingt ein Erfahrungswert. Das klingt so fast statistisch. Ja? Wie generiert man dieses Wissen? Für Europa, also für einzelne Städte oder sowas kann man das ja machen, aber für ganz Europa? Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, Europa ist so ein Kofferbegriff. Ja. Also ich glaube, man redet nicht über entlegene Gebiete in Spanien, wo kein Mensch mehr ist, oder man redet auch nicht von Skandinavien weiß man sowieso relativ wenig und das kommt nicht vor. Was man umso mehr betont, ist tatsächlich die dicht besiedelten, die urbanisierten Gebiete Europas, Flandern. Es heißt tatsächlich, das ist ganz witzig in einem Text, so ein Aufschwung von Flandern ist sehr besiedelt, Böhmen ist sehr dicht besiedelt und Schwaben ist zu besiedelt. Das ist sozusagen der Klimax, es gibt einfach zu viele Schwaben. Ja. Als Tübinger liest man das dann mit einem Schmunzeln. Ich habe den Eindruck, das ist teilweise doch erlebtes Wissen. Man kennt diese Gebiete, man klammert natürlich die anderen, die dann gerade in die Argumentation passen, nicht ein. Wenn wir auf Reiseberichte gucken, wo Leute in Europa hin und her reisen, also ist das offensichtlich ein Thema, auf das man achtet. Wie dicht die Städte sind, wie lange man zu einer nächsten Stadt braucht. Das heißt, es gibt sozusagen tatsächlich die Wahrnehmung, dass ab dem 13. Jahrhundert dieses demografische Denken überhaupt aufkommt, wichtiger wird und das zu einer Kategorie wird, mit der man arbeitet. Und das sieht man sowohl in Berichten, die Europa beschreiben, als eben auch in Asien, wenn man sich diese Berichte anguckt. Tatsächlich, diese Leute klagen, dass sie wochenlang
durch Wüsten reiten mussten, wo es keine Verpflegung gab, wo es kalt war, wo sie kein ordentliches Lager gefunden haben. Und das sei ganz entsetzlich gewesen, bis sie dann tatsächlich, der Schock ist dann wahrscheinlich umso größer, in Ostasien, in China ankommen und vor diesen gigantischen Städten stehen, die in Europa tatsächlich aber sehr wenige Leute aus eigenem Augenschein natürlich kannten. Mhm. Aber ich glaube, aus dieser Mischung aus, man kennt seine europäische Erfahrung in spezifischen Gebieten und man kennt natürlich die Texte über Asien, Marco Polo, baut man das so zusammen. Mhm. Und man kann sozusagen aus der Jahrhunderte-Nachschau sagen, so ganz falsch ist es ja nicht. Mhm. Auch wenn wir sozusagen mit den Bevölkerungszahlen immer sehr schwierig argumentieren können, weil wir die nicht genau wissen. Man könnte ja sagen, also es gibt ein Konzept von Europa als geografischer Kategorie, auch ein bisschen als religiöse Kategorie mit politischen Implikationen. Und würdest du so weit gehen, zu sagen, dieses Besiedlungsargument wäre vielleicht sogar etwas wie ein Kult, eine kulturelle Kategorie von Europa? Also insofern, als man eben die Lebensform der Menschen, als man das betont, auch im Vergleich mit anderen Erdteilen, oder ist das zu modern gedacht? Ich zögere tatsächlich, weil mir sozusagen aus der Beobachtung einer dichten Besiedlung sozusagen die Schlussfolgerung fehlt, die gezogen wird. Also wir sehen, und ich war darüber zuerst erstaunt, dass das eindeutig positiv ist, aber was das eigentlich für Europa heißt, das wird nicht gesagt. Also man hat dann in der Neuzeit die Argumentation, dass viele Untertanen für den Staat gut sind, weil das einen Staat stark und kräftig macht. So würde man im Mittelalter nie argumentieren. Also das folgt daraus nicht. Und es gibt eigentlich keine Schlussfolgerung, die daraus gezogen wird. Deswegen, vielleicht ist es ein Argument, das auf dem Weg hin zu einem kulturellen Argument ist. Mhm. Aber es gibt sozusagen ein umfangreiches Werk über den Europabegriff im Mittelalter von Klaus Ocheba. Und eine der Schlussfolgerungen ist, dass dieser Begriff sehr häufig vorkommt. Mhm. Aber per se leer ist jetzt zu viel gesagt, aber er kann mit verschiedenen Dingen gefüllt werden, er kann aufgeladen werden mit religiösen Bedeutungen, mit vielleicht kulturellen ein wenig, aber das schlägt nicht durch. Mhm. Nochmal dieses Werben von Pius II., man möge doch Konstantinopel retten und Europa retten, daraus folgt keine Reaktion tatsächlich. Und das finde ich tatsächlich signifikant, weil die Fürsten Europas sich tatsächlich mit anderen Dingen befassen. Ja. Ja, vielleicht bedarf es sozusagen für diese Kulturalisierung Europas doch auch bestimmter allegorischer Verfahren, auf die ich in meinem Vortrag zu sprechen kommen möchte. Wenn du mir den Gefallen... Genau, ja, perfekt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jeder kartografischen Darstellung liegen bestimmte Darstellungskonventionen, bestimmte Annahmen und Entscheidungen zugrunde, die kontingent, also historisch wandelbar sind. Bekanntlich gilt das auch für heutige Weltkarten, die in der Regel noch der sogenannten Mercator-Projektion folgen. Ja? Sie sind genordet. Norden ist oben, Süden ist unten. Und auf den Atlantik zentriert, sodass Europa automatisch in die Mitte des Blickfelds rückt. Zudem vergrößern sie die Pole und verkleinern die äquatornahen Gebiete. Also Grönland erscheint in der Projektion fast so groß wie der mehr als 10-mal größere afrikanische Kontinent. Diese kartografische Konvention, die auch gute wissenschaftliche Gründe hat, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Der flandrische Kosmograph Gerhard Mercator begründete sie 1569, auch unter dem Eindruck präziserer Seefahrtskarten, wie sie im Kontext niederländischer Handelsexpeditionen entstanden waren. Wohl aus diesem Grund ist eben seine Karte auf den Atlantik ausgerichtet und zertrennt den Pazifik, der an die Ränder verbannt wird. Der Historiker Michael Wintle hat darauf hingewiesen, dass Europa in den frühen Mercator-Karten exakt an die Position rückt, wo in Kreuzigungsszenen,
zu dem beliebtesten Sujet der christlichen Renaissance-Malerei das Haupt Christi thronen würde, also etwa in der oberen Bildmitte. Wie stark der kartografische Eurozentrismus, der im sogenannten ersten Globalisierungszeitalter, dem 16. und 17. Jahrhundert entstand, noch unser Bild der Erde prägt, erweist sich, wenn man sich andere Weltkartenmodelle ansieht, wie sie im Mittelalter entwickelt wurden, aber auch in den letzten Jahren. Also dies zum Beispiel ist eine Projektion, die 1974 von dem Kartografen Arno Peters entwickelt wurde und die die größten Relationen der Kontinente viel wirklichkeitsgetreuer darstellt. Sie ist hier gesüdet, sodass Europa zwar noch mittig erscheint, aber eben an den unteren Bildrand rückt. Es fällt uns wahrscheinlich schwer, sich auf ihr noch zu orientieren. Dabei gibt es auch für die Südung Europas Vorläufer in der frühen Neuzeit, haben wir eben auch schon gesehen. Sie sehen hier eine Europakarte des humanistischen Kartografen Martin Waldseemüller, der die um 1520 entstand und Kaiser Karl V. Gewidmet ist. Wohl auch deshalb stellt sie das habsburgische Heilige Römische Reich in das Zentrum und rückt das Königreich Spanien, ebenfalls unter habsburgischer Herrschaft, in die günstige Position am oberen Bildrand. Und wie zu zeigen sein wird, entstehen im frühen 16. Jahrhundert besonders viele solcher Europadarstellungen, sozusagen als Propagandamaterial für den Anspruch des Kaisers, eine europäische Universalmonarchie zu errichten. Mit Mercators Weltkarte und Waldseemüllers Europakarte sind zwei Quellen benannt, die auf die zentralen historischen Wendepunkte in der Geschichte des Europadiskurses hinweisen, nämlich auf den Beginn des kolonialen Zeitalters mit der Entdeckung Amerikas und auf die medial befeuerten Herrschaftsstreitigkeiten der frühen Neuzeit, sei es die Rivalität zwischen dem Reich und Frankreich, seien es die Konfessionskriege oder viel später, aber dann doch sehr einflussreich, der Dreißigjährige Krieg. Man könnte sagen, dass die Kartografie beides produktiv begleitet hat, also Europas Blick nach außen auf die Welt und den Blick nach innen auf die zerstrittenen Länder und Territorien. In gewisser Weise beeinflussen die frühneuzeitlichen Deutungskämpfe um Europa auch unser heutiges kartografisches Bild des Kontinents und seiner Rolle in der Welt. Ich möchte im Folgenden sehr knapp die historischen Entwicklungen skizzieren, die im 16. und 17. Jahrhundert zur Formierung eines neuen Europadiskurses beigetragen haben, also zur Rede darüber, was Europas Identität ist und wie es organisiert sein sollte. Zweitens möchte ich mich dann auf die kartografischen Darstellungen konzentrieren, die sich als besonders wirkmächtig erweisen sollte, und zwar insbesondere die Imagination der europäischen Länder als Königin, auch dann als Königin der Welt. Dabei wird sich zeigen, dass sich in der frühen Neuzeit mit der europäischen Idee keineswegs nur ein gleichsam interesseloses, politisch neutrales Friedensprojekt verband. Europa-Imaginationen, das wäre so meine These, sind historisch immer auch aus Machtansprüchen und Interessen hervorgegangen. Das delegitimiert sie ja nicht notwendig, aber der Bezug auf Europa ist eben auch nicht per se schon legitim. Die Forschung konnte bislang vor allem drei Faktoren benennen, die zur Ausbildung des frühneuzeitlichen Europadiskurses beigetragen haben. Der erste Faktor ist die Entdeckung und Kolonialisierung Amerikas. Seit etwa 1500 erschütterte sie das metaphysisch aufgeladene trikontinentale Weltschema und stellte die seit der Spätantike etablierte Genealogie der Söhne Noahs in Frage. Ihr zufolge, dieser Genealogie, hätten die Nachkommen Japhets Europa, die Nachkommen Sems Asien und Hams Afrika besiedelt. Die topische Vorstellung, man lebe in Europa auf dem zwar kleinsten, aber klimatisch angenehmsten, landschaftlich schönsten und überhaupt irgendwie besten Erdteil, also so schon Plinius, gewann durch die militärische und ökonomische Expansion nach Asien und Amerika zunächst an Plausibilität. Wie sonst ließ sich der exploratorische Erfolg der Europäer erklären? Wie sonst ihre Fähigkeit, andere Kontinente zu kolonialisieren? Und wie sonst auch das Privileg der göttlichen Offenbarung, das den Wilden in Amerika ja versagt geblieben war? So schrieb ein spanischer Rechtsgelehrter 1513, Gott hätte den amerikanischen Ureinwohnern sicher früher christliche Missionare geschickt, wenn sie ein würdigeres Volk gewesen wären.
Schließlich habe er auch Augustinus von Canterbury nach England gesandt. Zum Sinnbild einer unheimlichen Alterität erhob man den Kannibalismus der Wilden, der den zivilisatorischen Primat der Europäer zu belegen schien und der zum festen Bestandteil der europäischen Amerika-Imagination wurde. Wahlweise konnte man sich gegenüber den vermeintlichen Kannibalen Brasiliens als Vertreter von Zivilisation und Fortschritt fühlen oder, und das gibt es eben auch sehr früh schon, die europäische Kultur mit Blick auf den edlen Wilden als degeneriert und dann unnatürlich kritisieren. Zweitens führte der Fall Konstantinopels und das Vordringen des Osmanischen Reichs im 15. und 16. Jahrhundert zu einem kollektiven Bedrohungsgefühl bei den Zeitgenossen. Seit einer berühmten Rede des Humanisten Aeneas Silvius Piccolomini, also dem späteren Papst Pius II., in der Europa als Vaterland bezeichnet wird, begleitete der Gemeinplatz der Türkengefahr die abendländische Literatur. In seiner Rede über den Untergang Konstantinopels, schon 1453 in Frankfurt gehalten, ruft Piccolomini dazu auf, die europäischen Völker müssten gemeinsam gegen die Türken vorgehen. Früher sei das Christentum nur in Asien und Afrika bedrängt worden, nun aber sei man, also Zitat, in Europa, das heißt im Vaterland, im eigenen Haus, erschüttert und getötet worden. Wenn Deutschland den Nachbarn, das Reich in dieser Zeit, nicht beistehe, so mahnt Piccolomini, werde Frankreich auch den Deutschen nicht zur Hilfe eilen, werde wiederum Spanien die Franzosen nicht unterstützen, wenn die Türken angreifen. Und somit scheint also Piccolomini an eine Art Verteidigungsgemeinschaft europäischer Nationen zu appellieren, die einander beistehen, wenn ein Mitglied oder das gesamte Vaterland in Gefahr ist. Gerade nach der Reformation entstand eine ganze Reihe von humanistischen Türkenschriften, die sich für die Überwindung europäischer Zwietracht angesichts des externen Feindes aussprechen. Wenn, wie man sagt, jedes Gemeinschaftsgefühl der Konstruktion eines anderen bedarf, von dem man sich abgrenzen kann, so fungierten die amerikanischen Wilden und die bedrohlichen Türken seit der reformatorischen Krise der Christenheit als das andere einer europäischen Identität. Denn drittens konnte man eben nach der Konfessionalisierung seine Hoffnungen nicht mehr unbeschwert auf die Einheit der Christenheit richten. Deshalb stand der neutralere, weil überkonfessionelle, vormals weitgehend geografische Terminus Europa hoch im Kurs. Einerseits diente er so als begriffliches Säkularisat der Christianitas, so hat die ältere Forschung gesagt, der Christenheit. Andererseits blieb er von den Konfessionskämpfen doch auch nicht unberührt. Im Zuge der medialen Aufrüstung mit reformatorischen Flugblättern und Flugschriften entstanden auch die frühesten literarischen und bildlichen Personifikationen des europäischen Kontinents. Natürlich gab es den Mythos der Entführung Europas bereits in der Antike. Schon in Horaz' Oden und an vielen anderen Stellen imaginierte man die Jungfrau Europa als bedroht und als klagend. Aber die politische Gegenwart des Kontinents wurde in diesen Mythenbearbeitungen selten expliziert. Es ist unklar, wie geläufig die Assoziation der mythischen Prinzessin mit dem Erdteil überhaupt war. Wenn man den Europamythos im Mittelalter ausdeutete, so sehr oft moralisch, also als Beispiel für standhafte Tugend oder Verführungskraft, nicht unbedingt politisch auf den Kontinent bezogen. Das geschieht vermehrt und besonders deutlich im Humanismus. Einen drastischen Akzent setzte der Basler Künstler Konrad Schnitt mit dieser Abbildung der Vergewaltigung Europas, einem Holzschnitt aus den frühen 1520er Jahren. Links sieht man hier die mythische Entführung der phönizischen Prinzessin, nicht Europa auf dem Stier, der aber auf der rechten Seite eine brutale Misshandlungsszene entspricht. Hier nochmal größer. Der Papst und mehrere katholische Geistliche vergehen sich an der barbusigen Europa. Sie entreißen ihr die Kleider, während der Papst ihre Krone stiehlt und sie würgt. Die Distichen, die wahrscheinlich von Erasmus von Rotterdam stammen, erklären das Bild in einem Dialog zwischen dem Ich und Europa. Jupiter habe die phönizische Europa als Stier getäuscht, die Mönche hingegen den politischen Kontinent unter dem Bild des frommen Lammes. Die Herde der katholischen Geistlichen hätten ihr, so klagt Europa, alle Würde genommen. Der Schreiber der Verse sexualisiert den Verfall des Kontinents.
indem er ihn in die Metaphorik moralischen Verfalls fasst. Also von der keuschen Jungfrau, die Europa einstmals war, zur, wie es heißt, säuischen Hure der Priester. Vom beschenkten Objekt göttlicher zum misshandelten Opfer mönchischer Begierde. Flugbilder wie diese wecken Empörung, sollen Schutzinstinkte wecken und eine Verteidigungsbereitschaft mobilisieren. Sie sind Instrumente einer öffentlichen Krisenkommunikation, wie sie sich in dieser Ära des medialen Umbruchs ausbreitete. Etwa zu dieser Zeit entstanden auch die vermenschlichten Europakarten, das heißt Darstellungen des Kontinents in der Form einer Königin oder Jungfrau. Das Modell für diese spätere Konvention bildet ein Holzschnitt von 1534, der von Johann Putsch stammt. Putsch, bei den Humanisten unter seinem lateinischen Herkunftsnamen Bucius in Nicola bekannt, stammte aus Innsbruck und fungierte als Berater des Erzherzogs von Österreich, also dem Bruder von Kaiser Karl V., später sein Nachfolger. Portugal wird hier als Krone vorgestellt, Spanien als Kopf, Italien als rechter, Skandinavien als linker Arm. Sizilien gibt den Reichsapfel, Frankreich die Brust und Deutschland den Leib. Irland ist ausgelassen, Großbritannien ist ein klobiger Fels, der auf der Schulter Europas lastet, wohl eine Anspielung auf die spanisch-englischen Spannungen der 1530er Jahre sowie vielleicht den Beginn der englischen Reformation. Verschiedene Wappen markieren die Nationen, die Länder Europas. Die Karte kennt keine klaren Binnengrenzen und nennt lediglich die Namen verschiedener Regionen und Länder. Erst vor kurzem wurde eine frühe Fassung dieser Karte in einem Museum in Niederösterreich gefunden. Der bekannte Schriftsteller Robert Menasse, der sich immer wieder zu politischen Fragen der europäischen Einigung geäußert hat, gab daraufhin in einem Interview zu Protokoll, seiner Meinung nach handle es sich, Zitat, um eine Allegorie für die europäische Idee, die seit 60, 65 Jahren europaweit politisch verwirklicht wird. Ich denke, aus historischer Sicht ist diese Interpretation nicht haltbar. Es handelt sich vielmehr um einen Versuch, die Idee der habsburgischen Universalmonarchie zu lancieren. Das heißt, die Vereinigung aller europäischen Länder, das zwar, aber unter der Krone Habsburg. Insbesondere sollte Frankreich unter Franz I. die rivalisierende Macht dadurch delegitimiert werden. Die Tendenz beginnt schon bei dem Umstand, dass die Karte ungewöhnlicherweise gewestet ist. Ja, sie werden geostet, gesüdet, genaut, aber gewestet ist doch selten. Dass also das habsburgische Spanien das Haupt, das habsburgische Reich den zentralen Teil des Körpers bildet. Das Königreich Böhmen, das Ferdinand erst kurz zuvor geerbt hatte, wird als von Bergen umringt und als Herz vorgestellt. Die ganze Haltung und Gestik der Königin Europa erinnert an zeitgenössische Hochzeitsbilder, sodass Europa geradezu als Braut der Habsburger erscheint. Diese Deutung ist nicht so weit hergeholt, sondern sie wird durch ein lateinisches Gedicht plausibilisiert, das der gleiche Johann Putsch als Beigabe zu seiner Karte verfasste. Die Forschung hat es lange missachtet. Es trägt den Titel Europa Lamentans, die klagende Europa, und ist an Kaiser Karl V. und seinen Bruder Ferdinand gerichtet. Es legt der in Versen sprechenden Europa einen Appell an die beiden Habsburger in den Mund. Nur sie könnten die Bedrohungen der Bürgerkriege und der nahen Osmanen abwenden. Also nur das Heilige Römische Reich deutscher Nation und die Habsburger steht tapfer als Bollwerk. Putsch adressiert seine Fürsten gar als Semidei, als Halbgötter, die allein eben den Kontinent den Frieden bringen könnten. Diese einseitige Europavision ist übrigens von französischer Seite nicht unbeantwortet geblieben. Ein französischer Gelehrter hat kurz darauf eine Gegenrede verfasst, in der er wie Putsch Europa als verzweifelt darstellt und sie klagen lässt. Nur ist es nun Franz I., der, wie es heißt, als einziger Europa retten könne, und zwar insbesondere gegen die Reformation, die im Reich ausgebrochen war. Damit entwickelt sich zwischen Putsch und seinem französischen Gegner eine Art poetisches Streitgespräch, auf das bald auch weitere Gelehrte reagierten. Putschs Holzschnitt und seine Antworten bezeugen also weniger die Idee einer friedlichen Einigung der europäischen Länder auf Augenhöhe, sondern dokumentieren vielmehr die konkurrierenden Herrschaftsansprüche über den Kontinent, habsburgische wie französische, die zu legitimieren dann der gelehrten Republik oblag.
Trotz seiner in gewisser Weise propagandistischen Ursprünge fand Putschs Konzept über viele Jahrzehnte sehr verschiedene Nachfolger. Durch die klare Figurierung eignete es sich besonders gut für topografische Lehrbücher. Es legte genau fest, welche Territorien zu Europa gehörten und welche nicht. Und daher fand das Bild Eingang in die Kosmografien und Reisebeschreibungen des späten 16. Jahrhunderts, unter anderem in eine späte Auflage von Sebastian Münsters Kosmografie und in ein Itinerarium des protestantischen Pfarrers Heinrich Bünting. Die Abbildung der Europa als erster Teil der Erde in Gestalt einer Jungfrau dient nun ausdrücklich mnemotechnischen Zwecken. Durch die Analogie von Ländern und menschlichen Körperteilen könne man sich, schreibt Bünting, fein einbilden die Gelegenheit der ganzen Europa. Man merkte sich also die europäische Topographie leichter, um dadurch, das war der Zweck, die Reiserouten der Patriarchen, Propheten und Apostel besser zu verstehen. Und auf die kam es Bünting in seinem Itinerar an. Wo verlaufen in diesen Karten die Grenzen des europäischen Kontinents? Im Osten markiert das Schwarze Meer und oben der Tanais in Sarmatien, also der Donfluss, das Ende Europas. Scharf voneinander abgehoben sind Spanien und Mauretanien, nicht, das als Afrika Pass bezeichnet wird. Norwegen und Schweden verschwimmen in ihren nördlichen Gebieten und sind eigentlich überraschend deutlich vom Kontinent abgetrennt, ebenso wie Großbritannien und Irland. Der Bosporus trennt Asia Minor von Europa. Nur Konstantinopel, obschon in dieser Zeit zur Veröffentlichung, also seit rund 130 Jahren in osmanischer, muslimischer Hand, befindet sich auf der europäischen Seite, wenn auch bei genauer Betrachtung mit einem christlichen Kreuz, so als Vorbehalt. Ja. Auch in einer kurzen Erklärung dieser Tafel nennt Bünting die Türkei ebenso ausdrücklich als Teil von Europa wie das Land Reußen, Russen. Auch auf anderen vermenschlichten Europakarten der Zeit, also etwa bei Sebastian Münster, wird der europäische Teil des Osmanischen Reichs und wird insbesondere Konstantinopel zu Europa gezählt, oft dann auch ohne das Kreuzessymbol. Die Verwendung der Imago bei Bünting und anderen illustriert also den Versuch, würde ich sagen, einer eher geografischen Europa-Auffassung, die weniger politisch und auch weniger religiös aufgeladen war als der Putschschnitt, auch wenn es ein Itinerar ist. Bild und Dichtung dienten didaktischen Zwecken, also sie sollten dem Leser helfen, sich die Lage der Länder einzuprägen. Das war übrigens durchaus effektiv, noch Jahrhunderte später. So erinnert sich Clemens Brentano noch 1812, in frühester Jugend sah ich in einem alten Buche Europa als eine wohlgekleidete, mit allen Herrscherinsignien ausgerüstete Jungfrau abgebildet. Und vor kurzem ist mir dasselbe Bild zu meiner Freude in Büntings Reisebuch über die Heilige Schrift wieder begegnet. Der Rhein liegt über ihrer Brust wie eine Ehrenkette, in welcher Frankfurt, meine Vaterstadt, wie ein Schloss hängt. Damit komme ich zu einem Aspekt der Europa Regina, also der sogenannten Putschtradition, der gar nicht selbstverständlich ist, nämlich die Verkörperung Europas als Frau. Natürlich war sie naheliegend, denn mit dem Mythos von Jupiters Raub der Europa stand ein Bezugsrahmen bereit, der hohen Wiedererkennungswert hatte und eine klar definierte Reihe bildlicher Bestandteile vorgab. Das unterschied Europa von allen anderen Stadt-, Land- und Erdteil-Allegorien, also die nicht in antiken Wurzeln, in antiken Mythen wurzelten und da auch nicht in eine jahrhundertealte Überlieferung eingebunden waren. Manche Darstellungen referieren direkt auf den Mythos, so Michael von Eitzings Buch von der Topographie und Geschichte der auf einem Stier sitzenden Jungfrau Europa, 1588, auch lateinisch natürlich. Das Frontispiz folgt einer etwas anderen ikonografischen Tradition als Putsch und stammt von dem Kupferstecher Franz Hogenberg. Die beiden Europas, das mythische und das physische, schreibt Eitzing, habe man bislang selten zusammengeführt. Obgleich der Leser ja die physische Topographie und Geschichte Europas durch das poetische Bild mit mehr Vergnügen, aber nicht weniger Nutzen lernen könne. Der Leser könne nämlich so zwischen den 88 Detailtafeln Europas, das Buch hat also 88 Tafeln, und der ganzen Jungfrau hin und her blättern. Die frivole Neugier an der Gelegenheit einzelner Länder auf dem Körper der Jungfrau
ermöglicht es also, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Eitzing hatte recht, so selbstverständlich war die Assoziation zwischen dem Kontinent und der phönizischen Prinzessin gar nicht. Öfter hatte man ihn, den Kontinent, eben mit Japhet, dem Sohn Noahs, assoziiert. Es gab im 16. und 17. Jahrhundert sogar Versuche, als Benennung für den Erdteil Japhetia oder Japhetia vorzuschlagen. Die weibliche Form, die man seit dem Humanismus für Europa wählte, hat wohl auch damit zu tun, dass man einige geläufige Gender-Stereotype politisch einsetzen konnte. Etwa die angebliche weibliche Schwäche, um die Schutzbedürftigkeit des Kontinents zu betonen und Unterstützung zu mobilisieren. Oder eben das Virginitätsideal, um die Angriffe auf die Klagen Europa als Vergewaltigungsversuche zu verbildlichen. Neben der verletzten und verletzbaren Europa gibt es allerdings noch eine andere ikonografische Tradition, die sich ebenfalls mit einem Geschlechterklischee verbindet, nämlich die triumphierende Europa, die sich herausgeputzt hat, die reich geschmückt, prächtig und stolz erscheint, später dann auch erotisch und verführerisch. In der frühen Neuzeit tritt dieser Typus vor allem im kontinentalen Vergleich als lassiv entblößte, zugleich herrschaftliche Figur auf, wie hier in einem Allegorienbuch von Philipp Galle, in dem dann auch die anderen Erdteile personifiziert werden. Das Zepter trägt Europa, der beste Teil der Welt, und fröhlich trägt sie den Wein, dein Geschenk, Bacchus, lautet das Distichon übersetzt, das die Abbildung erklärt. Zepter und Wein symbolisieren Kultur und Natur, könnte man sagen, und in beiden Gebieten eben soll sich Europa vor allen anderen Kontinenten auszeichnen. Der beste Teil der Welt, das war also ganz wörtlich gemeint. Diese Darstellung beispielsweise, und es gibt Dutzende, insbesondere im 17. Jahrhundert, zeigt Europa als selbstbewusste Königin, die auf einem Globus thront. Die Hand hat sie also so als Herrschaftsgeste in die Hüfte gestützt, während ein Engel ihr mit der Tuba und dem Hermesstab zufliegt, Symbole ihres Ruhms und ihrer Handelsmacht. Fast abschätzig schaut sie zu den Personifikationen Amerikas, Afrikas und Asiens herab, die mit Tiersymbolen gekennzeichnet sind und durch ihre Nacktheit als unzivilisiert herabgewürdigt werden. Ein zweiter Engel zu Europas Rechten hält ein Buch, in dem zu lesen ist, woraus sich die Herrschaft des europäischen Erdteils über die anderen rechtfertigt. Religio Christiana ist dort zu lesen, also der christliche Glaube. Es ist ein altes Phänomen, dass Kollektive als körperhaft metaphorisiert werden. Eine der Urszenen dieser symbolischen Selbstdefinition ist die von Livius überlieferte Parabel vom Aufstand der Glieder gegen den Magen. Weil sie den Magen nämlich für faul hielten, so wird berichtet, hätten die Hände, der Mund, die Zähne aufgehört, ihn mit Speise zu versorgen. Erst als sie Erschöpfung verspürten, sahen die Abtrünnigen ein, dass auch der scheinbar nichtsnützige Magen zum Funktionieren des Gesamtkörpers beitrage. Mit seinem Gleichnis, so Livius, habe der Politiker Menenius Agrippa die aufständischen Plebejer zur Umkehr gebracht. Also schon in der Antike zeigte sich die Wirksamkeit der Sozialmetapher des Körpers, dessen Gliedmaßen die einzelnen Elemente eines arbeitsteiligen Organismus bedeuten sollen. Alle Gesellschaftsteile gehören demnach natürlicherweise zusammen und können sich voneinander nicht ohne Verluste lösen. Ähnlich suggestiv ist auch die Verkörperung Europas, wie die Renaissance sie erfand. Die Vergemeinschaftung kontinentaler Gruppen, wie der Europäer, ist in gewisser Weise besonders begründungsbedürftig, ist auf Sozialmetaphern also besonders angewiesen. Schließlich springt im Grunde genommen der instabile Konstruktionscharakter der europäischen Identität schon deshalb ins Auge, weil Europas geografische Grenzen eben umstritten sind, weil es sich um eines der größten Konglomerate von Menschen handelt, denen man je eine gemeinsame Identität unterstellt hat und weil diese Menschen sich zudem über Jahrhunderte durchgehend im Krieg miteinander befanden. Die kartografische Verkörperung leistet hier Abhilfe in mehrfacher Hinsicht. Sie definiert die Gestalt des Kontinents mit wünschenswert präzisen Konturen und zeitig daher mnemotypische oder mnemotechnische Vorteile. Man kann sich die Gelegenheit der europäischen Länder auf diese Weise besser merken. Sie suggeriert zweitens die Zusammengehörigkeit der Teile, indem sie Binnengrenzen überspielt.
Drittens appelliert sie durch die Feminisierung an männliche Mitleids- und Schutzimpulse, unterstreicht mit der Sexualisierung, Jungfräulichkeit, Vergewaltigung die Bedrohungslage. Und viertens unterscheidet sie Europa nach außen, wertet andere Kontinente ab und erhebt den eigenen Erdteil zur Mutter der Zivilisation und der Christenheit. Wenn die kartografische Ikonologie somit ein wesentlicher Faktor der Vergemeinschaftung der Europäer war, so ist sie zugleich stets Ausdruck bestimmter Interessen und Mächteverhältnisse geblieben. Seines des Hauses Habsburg, der antipäpstlichen Fraktion der Lutheraner, der Atlantischen Handelsgesellschaften oder anderer Repräsentanten des europäischen Frühkolonialismus. Im Grunde genommen prägt die politische Diskussion über Macht und Ohnmacht Tradition bis heute. Die Schriftstellerin Nora Bossong hat vor wenigen Wochen in einem Beitrag im Tagesspiegel im Mai 2021 vor einer, Zitat, westlichen Dominanz und Arroganz gewarnt, die in der EU gegenüber den östlichen Mitgliedstaaten herrsche. Darin sei, Bossong zufolge, ein Grund dafür zu sehen, weshalb Ungarn und Polen, Zitat, keine so begeisterten EU-Europäer sind. Bossongs Beitrag ist mit dieser Karikatur versehen, die ein königliches Nordeuropa vorstellt, auch wenn Haupt- und Oberkörper so klar gar nicht zugeordnet sind. Die Königin hat das Zepter fallen gelassen, schaut betrübt, vielleicht aber auch herablassend auf das eigene zerrissene Kleid, das im Westen noch intakt scheint, mitten durch Deutschland und vor allem gen Osten aber zerreißt. Der Beitrag, der sich auch in dem Artikel ausdrücklich auf die Europa Regina des Johannes Putsch bezieht, demonstriert, wie fest sich die seit der frühen Neuzeit zirkulierende Körperkartografie in der europäischen Imagination verankert hat. Danke. Ja, vielen Dank. Ich tendiere, glaube ich, zu ganz vielen Assoziationen, die sozusagen diese Parallelisierung oder eine Verknüpfung von Mittelalter zur Neuzeit versuchen zu bauen. Die schiebe ich jetzt aber erstmal nach hinten. Vielen Dank für dieses großartige Panorama. Ich formuliere mal einen Eindruck sozusagen von dem, was du vorgeführt hast. Europa soll eine Einheit sein. Und ja. Sei es als Körper, der nicht zerrissen werden kann oder der zusammengehört, weil er sonst nicht funktioniert, das ist ja auch eine ganz alte Metapher, sei es als Herrschaftsbereich, das ist dann die Aufgabe der Habsburger natürlich, sei es als religiöser Raum, den sozusagen, der eigentlich einheitlich christlich und nicht zerrissen sein soll. Daher einfach die simple Frage, ist der Eindruck richtig und wird das sozusagen auch in Texten explizit gemacht, dass sozusagen eine Zerrissenheit in Europa droht, oder eine Zersplitterung von Herrschaft, die aber nicht wünschenswert ist? Ja, das würde ich unbedingt so sagen. Also es gibt immer, das Argument ist immer, Europa ist zerstritten, muss aber Einheit sein. Und die literarischen Texte wie diese kartografischen Abbildungen sollen, glaube ich, einen Beitrag zur Einheit leisten. Also der Appell ist immer da. Es wird dann später natürlich im 17. Jahrhundert, wenn es ein bisschen an die konkretere Ausgestaltung geht, zur Frage, was heißt denn jetzt eigentlich Einheit? Ist das eine Einheit unter einer Universalmonarchie? Das lehnt man im 17. Jahrhundert fast konsequent ab und auch die literarischen Diskurse eigentlich erteilen dem eine Absage. Oder soll das irgendwie eine Konföderation sein? Und welche Modelle gibt es eigentlich dafür? Und da ist es dann auch wieder politisch gefärbt. Dann sagen die einen, letztlich ist doch das Heilige Römische Reich auch eine Konföderation. Oder die anderen sagen letztlich sowas wie, dann kommt sogar so Vorstellung, die Niederlande könnten ein Vorbild sein und so. Ja. Aber die Vorstellung eines europäischen Friedens, die gibt es, glaube ich, immer. Nur muss man, glaube ich, also das wäre noch so eine Spitze gewesen von mir, muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Dieser Frieden hat eben bestimmte Vorzeichen. Also es ist natürlich im Interesse eines habsburgischen Kaisers, der will auch schon Frieden, aber es ist eben um den Preis, dass sein Herrschaftsbereich eben unstrittig ist. Ja. Das ist tatsächlich insofern spannend, als dass es im Mittelalter sozusagen das Nachdenken darüber gibt, dass man den einen Herrscher, also wie dann auch sozusagen in der Neuzeit, den einen Herrscher über Europa auf keinen Fall möchte. Das ist sozusagen das, was man den Osmanen, den Türken zuschreibt. Ja. Sie wollten Europa erobern und der Sultan wolle sich zum Imperator Europäer machen lassen. Und das ist
das ist ein Schreckensbild, glaube ich, das will man auf keinen Fall. Und man hält, das ist mein Eindruck, dem, und deswegen hatte ich nachgefragt, die Vielfalt europäischer Reiche entgegen. Ja. Und das ist sozusagen das Definitionskriterium, dass Europa eben kein einheitlicher Herrschaftsbereich ist, sondern aus der Vielfalt besteht. Ich glaube, das bricht in der Neuzeit mit diesem Riesenreich der Habsburger, die da vielleicht ihren Anspruch erhöhen. Ja. Aber die Frage wäre, nutzen die Habsburger den Europabegriff für sich? Also es gibt ja dieses Bonmot des Reichs, wo die Sonne nie untergeht, aber das hat ja noch eine größere kosmografische Reichweite. Ja. Ja, das tun sie also eben über, ich würde so einen Putsch schon, ich meine, der ist nun wirklich direkt bei Ferdinand als Rat und so, den würde ich schon so, würde ich da verorten. Also das, und der nutzt natürlich dieses Europabild ganz, ganz stark dafür. Das ist natürlich auch eine Zeit, 1530er Jahre, wo es zwar also erste Kolonialisierungen, wenn man so will, gibt, aber wo ich glaube, dass für die Herrschaftsvorstellung, insbesondere die dann doch eine europäische ist, noch keine große Rolle spielt. Insofern kann man dann auch von Europa sprechen. Und das tun die Habsburger schon sehr stark, ja, das würde ich sagen. Ja. Was die Vielfalt betrifft, ich meine, es gibt natürlich dann schon den Versuch, das auch auszugestalten, etwa in so Völkertafeln, dass man also so einen Klischeehaushalt hat, aus dem man dann die verschiedenen europäischen Völker voneinander unterscheiden kann und sagt, die Spanier meinetwegen sind hitzköpfig oder so und die anderen, was weiß ich, die Deutschen sind versoffen. Das, und damit versucht man sowas wie Pluralität eigentlich, auch und zwar der Völker, also nicht nur der Herrschaften, Pluralität zu evozieren. Aber man diagnostiziert doch stets, dass die Streitigkeiten, die dann losbrechen, mal religiöse, mal politische, irgendwie ein Problem sind, in mehrerer Hinsicht, ja. Wo du den sozusagen diesen Holzschnitt, diesen sehr berühmten von Putsch angesprochen hast, Europa als Königin, Menasse deutet das sozusagen als Wunschbild einer europäischen Einheit. Mir schwebt immer sozusagen so ein bisschen so eine Schulbuchdeutung vor Augen, die eigentlich sagt, das ist sozusagen die Königin Europa, die sich als solche auch über die Welt erhebt, wo die natürlich eigentlich gar nicht dargestellt ist. Mhm. Und jetzt gibt es sozusagen einen Wiedergänger aus dem Jahr 2021. Mhm. Dieses Bild scheint uns ja enorm zu faszinieren und gar nicht loszulassen, sondern das wird immer, also es war in seiner Zeit enorm erfolgreich und es strahlt bis heute. Ja. Ja. Und es kriegt ganz unterschiedliche Deutungen. Woran liegt es eigentlich, es ist logisch sozusagen, dass vielleicht ist es der Misserfolg von Putsch selbst, dass er sich mit seiner Deutung nicht durchgesetzt oder gar nicht so sehr gehört wurde, weil man das Gedicht vielleicht, die Erklärung weggelassen hat und das Bild sich verselbstständigt hat. Woran liegt es, dass das so einschlägt, schon in der Zeit und bis heute? Und vielleicht mit der Seitenfrage, war die Deutung im 16. Jahrhundert einheitlicher als sozusagen, einheitlicher Herrschaftsraum, sei es im Sinne der Habsburger, sei es im Sinne Frankreichs? Also ich würde vielleicht fast so eine halb subjektive Antwort, ich würde sagen, wenn man es einmal gesehen hat, hat es eine gewisse Evidenz. So ganz falsch ist es, man kann sich Europa so vorstellen und wenn man einmal das Bild hat, dann, mir geht das manchmal so, insbesondere wenn man es dann sozusagen westet, es sieht ein bisschen so aus, könnte man sagen. Jedenfalls, um es zurückzubinden an die frühe Neuzeit, es gibt schon einen Grund, weswegen die Topografen, Kosmografen und so das für sich entdecken, weil sie offenbar das Gefühl haben, das passt didaktisch. Und das, würde ich sagen, ist schon einer der Gründe, weshalb es sich durchsetzt. Aber man könnte ja auch fragen, vielleicht, es gibt ja alternative Personifikationen, Asien oder so als Kleeblatt oder sowas. Das hat sich ja nicht durchgesetzt. Insofern scheint es etwas zu geben, vielleicht schon eben die weibliche Gestalt. Also das wäre ja auch ein Faktor gewesen, dass man da endlich den Mythos und den Kontinent in eins setzt und dem Ganzen irgendwie eine Identifikationsfigur gibt, an die man dann allerlei Geschlechtsklischees binden kann. Ja? Verführung oder eben Schutzbedürftigkeit und so weiter.
Also so vielleicht mein Erklärungsversuch, aber es ist nicht ganz klar, warum es eigentlich so eine Faszinationskraft über so viele Jahrhunderte, eben Brentano sieht das irgendwo, sagt als Kind oder so, hat es später noch vor Augen. Also es kommt immer wieder und hier wird wirklich auch aus, woher kennt Nora Bosson diese Tradition? Ja gut, sie ist bekannt, ist natürlich auch, ist, glaube ich, in Schulbüchern teilweise abgedruckt, aber sie scheint sich doch einzuprägen, mehr vielleicht als andere didaktische Hilfsmittel, die wir so haben. Ja. Nun ist Nora Bosson eine kluge Frau, eine kluge Autorin, die auch gut recherchiert. Was mich in ihrer beider Vorträge fasziniert hat, ist genau die Nahtstelle zwischen ihren beiden Vorträgen. Mir war überhaupt nicht so klar, obwohl ich einige der frühen mittelalterlichen Karten auch kannte, das ist mir heute Abend deutlich geworden, neben vielen anderen Aspekten von Ihren reichen Vorträgen, dass die frühesten Karten Europas nicht europazentriert waren, sondern geradezu unterstrichen haben, dass Europa der kleinste Teil der bekannten Erdteile ist. Und dass an der Schnittstelle aller Erdteile Jerusalem liegt. Und dass dann erstaunlicherweise mit dem Reich der nie untergehenden Sonne, was ja eigentlich christlich mitgedacht war, plötzlich das Zentrum, plötzlich total verrutscht ist. Wo ich mich frage, wie kann das sein, wenn ein allerchristlichster Herrscher, Karl V., das Zentrum der Christenheit verlegt hat in die Nähe seines Madrids. Was ist da passiert? Ein Verlust des Geschichtsbewusstseins, ein Verlust der religiösen Verortung, die Selbsterhebung zum allerchristlichsten quasi Potentaten und damit Jerusalem verschattet. Also eigentlich ein Verrat an der allerchristlichsten Tradition, in der er sich aber erhaben sieht. Mein Eindruck ist, dass die Beobachtung richtig ist, dass da vielleicht ein visueller Trick dahinter ist. Weil in dem Moment, in dem man den Ausschnitt, den man kartografiert, auf einen bestimmten Raum schrumpft, bildet man Jerusalem gar nicht mehr ab. Und dann ist sozusagen, und das schafft Platz für ein neues Zentrum. Ich glaube, man würde, wenn Sie Karl V. gefragt hätten, der hätte wahrscheinlich niemals bestritten, dass Jerusalem die allerbedeutendste Stadt ist und dass sozusagen, das ist die Rhetorik der Kreuzzüge auch noch sozusagen um 1500, dass man das zurückerobern muss, natürlich. Aber ich glaube, man hat das praktischerweise aufgegeben, komplett. Da würde man auch nie mehr hinkommen. Und die Fokusverschiebung auf Europa macht es eben möglich, neue Deutungen darauf zu legen. Und dann werden andere Orte wichtig. Das eigentlich Spannende ist ja, dass damit die Stellung, sozusagen wenn wir in dem Moment, wo Spanien oder das Habsburgerreich christlich aufgeladen wird, die Stellung Roms als Sitz des Papstes tatsächlich gleichzeitig vielleicht ein bisschen mehr sogar marginalisiert wird noch als Jerusalem, das wird ja immerhin nicht abgebildet. Also man könnte es auch umgekehrt sehen. Jerusalem wird nicht abgebildet und damit von der Karte gestoßen, aber gleichzeitig enthält man sich schlicht einer Aussage. Was meinen Sie, Herr Dietering, zu dieser Problematik? Denn es ist ja damit zeitgleich geschehen ja zwei Dinge. Es tritt die Reformation auf den Plan. Hat die ihren Beitrag dazu geleistet, dass Jerusalem an den Rand geschoben wird? Oder war es die Entdeckung Amerikas? Also die Reformation hat sicher doch, glaube ich, dazu geführt, dass die Einheit der Christenheit wieder, also sehr dringend wurde, wenn man so will. Und da könnte man doch Karl V. Und seine Europapolitik dann schon noch so verstehen, dass er vielleicht sowas wie die Rettung einer bestimmten christlichen Konfession oder sowas im Blick hatte und dann aber gegen die Reformation, die große Bedeutung, die Überwindung eigentlich einer neuen Spaltung. Und dann wäre das ja doch in gewisser Weise, also eben aus dieser katholischen Sicht oder so, wäre das ein christliches Unterfangen, ja.
Man könnte aber schon sagen natürlich, dass das auch eine, und ich glaube, das ist schon das Entscheidende, auch eine Medienrevolution ist. Die Reformation ist eben auch eine Medienrevolution. Und dadurch ist es natürlich auch möglich, diese Bilder zu reproduzieren. Also wir haben schon allein von dem Putschstich nicht so viele, aber doch zumindest, glaube ich, 3 oder 4 Drucke. Und das lässt sich dann in so einer, in Münsters Kosmografie oder sowas unendlich reproduzieren. Und ich glaube, das spielt vielleicht eine Rolle dabei, dass man sich in den Reformationskriegen zunächst mal dann auch auf Europa konzentrieren musste, weil das sozusagen da der Brennpunkt war. Da kommen dann plötzlich diese Debatten, die spielen dann eben in Europa. Da rückt in gewisser Weise in diesem Medienkampf, rückt in gewisser Weise Jerusalem aus dem Blickfeld, wenn man so will. Ja. Pierre Monnet wollte noch etwas fragen. Also tausend Dank für die beiden Vorträge. Hier so sogar. Gut. Für die beiden Vorträge. Michael weiß genau wie ich, gell, dass es in der Reihe um Europa ging. Aber manchmal haben wir doch Vorträge gehabt, wo es zwar um Europa ging, aber nicht immer. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, dass permanent vom ersten Wort zum letzten hier heute Abend nur um Europa ging. Und dank dem Medium der Karte. Ich glaube, kein Medium schafft es besser als eine Karte, uns mit Europa zwingend zu beschäftigen. Also das heißt, ich weiß nicht, womit ich anfangen kann, so reich und bunt das war. Und vielleicht fange ich doch mit dem Bunte an. Und zwar mit den Farben. Das kann vielleicht ein Detail sein auf einer Karte, aber ich glaube, Farben, man bekennt Farben damit. Und mich hat sehr beeindruckt, dass die mittelalterlichen Karten sehr bunt sind, mit viel Farben. Was Sie wenigstens für die Zeit nach 1500 gezeigt haben, ist nicht mehr so farbig. Ja. Gell? Mhm. Und das ist vielleicht nicht nur ein Detail, sondern auch das Zeichen einer gewissen Entwicklung. Ich denke zum Beispiel an die Reiseberichte, gerade diese Reiseberichten nach Jerusalem und zurück, wenn man an von Breitenbach denkst oder Felix Fabry und so, was sagen die? Wenn sie zurück aus Jerusalem kommen oder aus dem Heiligen Land, die sagen, Europa ist ein buntes Land eigentlich. Eine solche Mischung an verschiedenen Klimarichtungen, Klimawechsel, manchmal ist es grau, plötzlich ist es blau und, und. Also dieses Bunte an Europa, weil gerade diese Mittelmäßigkeit, gell, so ein bisschen eine Mischung von allem. Also erste Bemerkung zur Farbe, vielleicht können Sie dazu beide ergänzend etwas sagen. Zweite Sache, also neben Farben, das ist, und genauso wie Michael, lässt mich nicht in Ruhe natürlich diese Frage einer solchen Welt, Zivilisation oder Gesellschaft, die sagt, mein Zentrum ist nicht da, sondern da, also Jerusalem. Und zwar ein Zentrum, das nicht im Zentrum ist, geografisch gesehen, sondern die meiste Zeit weder jüdisch noch christlich ist, sondern, naja, mehr arabisch und nicht mal byzantinisch. Also man muss sich dann fragen, wozu führt das? Vielleicht führt es dazu, dass man permanent zunächst mal reisen muss. Ich muss ausgehen, um dieses aus von mir stehende Zentrum zu sehen, weil ich das nicht vor Ort sehen kann. Das heißt, das führt dazu, dass man permanent zwischen Außen und Innen unterscheiden muss und damit irgendwie sagen muss, wo hört es auf? Wenn sein Zentrum in der Peripherie ist, dann muss man sagen, zwischen Peripherie und Zentrum ist ein Problem. Und dann, wo hört es auf? Und da merkt man, und das haben Sie beide gezeigt, dass praktisch die Kontinuität dieser Frage auf zwei Regionen sich permanent fokussiert, vor 1000 Jahren wie heute, das ist Russland und Türkei. Ja. Gehören Sie drin oder gehören Sie draußen? Das ist noch heutzutage der Kern der europäischen Frage eigentlich.
Und das hat sich nicht geändert. Und ich würde dazu tendieren, sagen, solange das, man das nicht geregelt hat oder geantwortet hat, dann hat vielleicht Europa eine Art Antwort gefunden ab 1500, wenn ich das mal nicht nach Osten regeln kann, dann gucke ich mal nach Westen. Und dann hat man die Entdeckung. Und das fand ich das Wort natürlich, ich spreche auch von Entdeckung. Ja. Aber ja, Sie wissen das natürlich besser. Also im 16. Jahrhundert, aber ich spreche unter Ihrer Kontrolle, findet man keinen Text, glaube ich, das in seinem Titel, ob Amerika oder Afrika, das Wort Entdeckung oder Découverte oder Inventio. Also man spricht von Kosmographia, von Reise, von Bericht oder was weiß ich noch. Also das heißt, Entdeckung ist natürlich, was gedeckt bleibt, versteckt, wird von Europa aus gehüllt, ins Tage gebracht. Wann fängt es wirklich an und welche kartografische Konsequenzen hat dann dieses Phänomen, dass Europa die Welt enthüllt oder entdeckt? Kann man das kartografisch irgendwie situieren und irgendwie dann eruieren? Und letzte Sache, was hatte ich mir noch notiert? Also ich habe tausend natürlich Notizen. Ja, nochmal dann zu dieser dreiteiligen Darstellung der Welt. Diese Dreiteiligkeit, das kommt nicht allein, das wissen Sie natürlich viel besser noch als ich. Dann hat man dazu die drei Könige, auch mit Farben übrigens, also schwarz, weiß, gelb und so weiter. Dann die drei Alter der Welt, die drei Humoren oder Temperamente und so weiter. Und immer, so viel ich weiß, ist Europa, also nicht nur peripherisch geschildert, sondern in der Mitte, weder alt noch neu, noch jung und so weiter. Diese Mittelmäßigkeit ist vielleicht letzten Endes eine der Kerndefinitionen und vielleicht gehört es dazu, dass, weil man mittelmäßig ist, fühlt man sich bedroht. Und die Bedrohung, dieses obsidionale Verständnis von sich selbst als letzten Endes Motivation zur Eroberung der ganzen Welt. Also ich finde, das ist ja ganz toll, dass dieser Erdteil sich permanent als bedroht fühlt und dann für 3-4 Jahrhunderte die ganze Welt erobert, und zwar mit welcher Stärke. Ja. Also das heißt, dieses Paradox, das wird kartografisch irgendwie geschildert, und damit stoßen wir vielleicht an einer der unangenehmen Kerndefinitionen, historisch gesehen, von Europa. Naja, so viel von tausend Dank. Ich weiß nicht, ja, ich kann, glaube ich, gar nicht alle Ihre Aspekte aufgreifen, aber vielleicht kurz zur Farbe. Das finde ich, das fällt natürlich jetzt gerade in der Gegenüberstellung auf. Farbe ist natürlich auch Exklusivität und die verliert sich dann so ein bisschen. Das hat aber, also die Farblosigkeit meiner Abbildungen hat natürlich, lässt immerhin darauf schließen, dass es eine erweiterte Leserschaft gibt. Und dann, was sie auch ermöglicht, ist eine Europäisierung des Europadiskurses. Also es ist dann eben, die Humanisten lesen natürlich dann, also sehr breit übersetzen die kartografischen Texte, die geografischen Texte, die kosmografischen Texte und damit dann auch die kartografischen Abbildungen. Das heißt, dass da ist es einfach auch durch die, wenn man so will, ein bisschen die Farblosigkeit auch der Abbildungen, wird es aber leichter, ein Wissen über Europa auch zu zirkulieren, ja. Auch europaweit zu zirkulieren. Das wäre also sicherlich nicht ein Versuch der irgendwie Rechtfertigung, aber doch irgendwie der Erklärung, weswegen sich die Exklusivität der Farbe so ein bisschen löst, oder? Wie? Ja, ich glaube, also das ganz zentrale Merkmal ist, in dem Moment, wo man anfängt, Karten zu drucken, kann man sie zwar händisch nachkolorieren, aber das ist dann wieder teuer. Ja. Und man erreicht auf der einen Seite eine enorme Reichweite mit diesen gedruckten Bildern, Karten, was es auch immer ist. Und man muss sich tatsächlich vor Augen führen, dass jede einzelne Karte vor dem Druckzeitalter handgemacht ist. Und ich hätte Ihnen heute Abend auch
eine ganz erbärmliche Auswahl an dahingekritzelten, krummen, schiefen Karten zeigen können. Das wäre es auch vielleicht einfach nochmal wert irgendwann. Aber ja, ich habe mir auch Mühe gegeben, schöne zu suchen. Das ist, glaube ich, dann der Reiz der Ästhetik. Man findet tatsächlich beides, aber das ist dann sozusagen schlicht das Zeichen, je aufwendiger, desto bunter und dann aber auch desto teurer. Und es gibt einfache Varianten, die nüchterner daherkommen. Es gibt die Prachtexemplare, die tatsächlich natürlich in den Abbildungen präsenter sind, weil sie ästhetischer, schöner sind. So viel vielleicht zu der Farbe. Und es ist natürlich ein interessanter Gedanke, dass eigentlich der Eurozentrismus eine Implikation hat der Mittelmäßigkeit, wenn man so will. Die Mittelstellung bedeutet dann auch, dass alles andere exotisch erscheint, das völlig Außergewöhnliche, das ganz Seltsame oder so. Und vielleicht könnte man das, wenn ich Sie richtig verstanden habe, würden Sie sagen, daraus folgt dann immer so ein eigenartiger Wechsel aus Bedrohungsgefühl und Aggression. Ja, das leuchtet mir also ein, zumindest für diese Zeit. Ja, wobei ich tatsächlich diesen Zwiespalt zwischen dem, was Sie, das war glaube ich der dritte Punkt, die Entdeckung, und natürlich Kolumbus will gar nicht entdecken, der will nach China. Ja. Mhm. Das ist ja sozusagen die Geschichte, die wir alle kennen. Er kommt halt nicht hin, weil da was im Weg liegt. Meine Studierenden in Tübingen gerade im Seminar haben mich tatsächlich, aber wir haben den Text gelesen, darauf gebracht in der Diskussion. An einer Stelle in dem Bordbuch von Christoph Kolumbus schreibt er ganz am Anfang, dass ihm ja als von der Königin ernanntem Vizeadmiral die Gebiete gehören sollen, die er entdeckt und erkundet. Also, und ehrlich gesagt, ich verstehe diese Stelle noch nicht ganz, weil eigentlich kann er diese Gebiete in Asien, wo er hin will, er kann sie erobern, aber das Entdecken ist offensichtlich dann ein anderer Begriff als der, den wir vor Augen haben. Nicht das, was undenkbar vorher war, also nicht sozusagen der weiße Fleck auf der Landkarte, sondern schlicht eine Einnahme, eine Eroberung von Inseln, die vielleicht schon jemandem gehören oder auf die der Khan der Mongolen, zu dem man ja unbedingt hin möchte, wo er vielleicht nicht das Händchen drauf hat. Aber diese Idee, Besitz zu mehren, wenn man es so übersetzen kann, die ist dann doch irgendwie da. Aber also dann, das würde mich auch nochmal reizen, da nachzubohren. Weil eigentlich ist es noch nicht der Impuls des Entdeckens, der sofort da ist. Und vielleicht noch ein Satz dazu, die Frage, wie man das dann kartografiert, ist tatsächlich ganz spannend. Es gibt von, ich glaube, es ist Battista Agnese aus dem späteren 16. Jahrhundert, eine Weltkarte, also tatsächlich schon nach modernerer Fasson, wir können uns da gut zurechtfinden, auf der er die erste Weltumsegelung sozusagen mit einer roten Linie eingetragen hat. Und das ist sozusagen das, was diese Karte eigentlich zeigt. Und das würde ich sagen, das ist eine Visualisierung von Entdeckung, die man dann hat, weil diese Leistung, die da nautisch vollbracht wurde, ihre Würdigung in der Kartografie findet. Das ist sozusagen kein Mehr an geografischer Information, sondern diese Karte ist eigentlich nur die Folie dafür, die Leistung zu zeigen oder die Möglichkeit, die Welt tatsächlich in einem Zug zu umrunden. Also das ist, glaube ich, eine Sache des 16. Jahrhunderts. Fürs Mittelalter müsste ich noch mal länger darüber nachdenken, wie Visualisierung von Entdeckung, wenn es das gibt, funktionieren kann. Das wäre eine schwierige Frage. Meine sehr verehrten Damen und Herren zu Hause an den Bildschirmen und hier im Saal der Romanfabrik, ich bin ergriffen von der Fülle des Wissens, was Sie uns hier ausgebreitet haben. Nikolaus Detering und Christoph Mauntel. Es bietet Stoff für stundenlange Gespräche. Ich freue mich und bin im Namen der Veranstalter der Reihe Café Europa stolz, dass Sie beide uns Ihre Schätze ausgebreitet haben und bedanke mich herzlich. Danke. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Dankeschön.